zum Fest der Demokratie veranstaltet hier von der AfD, weil ursprünglich sollte es noch ein Fest der Demokratie geben. Und das ist das eigentliche Fest der Demokratie. Da gehen wir jetzt mal hin oder ich zeige euch das mal. Und das wurde angemeldet von Vereinen, Altparteien hier aus Stangermünde. Aber wie das so unter den guten Demokraten so ist, ist man dann hergegangen und hat die AfD, wie es sich gehört, natürlich ausgeladen, liebe Leute. Und daraufhin sind dann ein paar Leute hier in Tangermünde hergegangen, unter anderem der junge Politiker der AfD hier in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Ja, ihr wisst, der besucht schon mal Potsdamer Schlösser, ja, oder Hotels. Der ist dann hergegangen und hat seinerseits ebenso ein Fest der Demokratie einberufen. Und ich schaue euch jetzt mal, oder wir schauen jetzt mal den Massenandrang der Super-Spezialdemokraten an. Ja, also das hier, das ist das Demokratiefest, genau. So, und da seht ihr die Demokraten der Altparteien und weiß ich nicht, Altdemokraten, keine Ahnung. Und hier auf der anderen Seite haben wir eigentlich mit nur 3-4 Leuten gerechnet. Es sind jetzt also doch möglicherweise 8 oder 9 Demokraten geworden. Und wie ihr seht, können auch 10 oder 11 Demokraten geworden sein. Extra für die Volksstimme und für den MDR. Es sind vielleicht doch 14 oder 15 Demokraten, die sich hier versammelt haben. Ihr seht also, also der Massenandrang ist eindeutig bei den alten Demokraten und die Minderheit wie in den Umfragen, die seht ihr hier bei den Neodemokraten. Ja, genau, so würde ich uns mal bezeichnen. Ne? Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen von der Box wegkomme, sonst hämmert das in euch rein. Wir gehen hier mal, damit ihr die wenigen Menschen auch hier sehen könnt, die hier so stehen. Ja. Auch nochmal von der anderen Seite. Alles. Ja, also ganz, ganz schrecklich, Leute. Ja. Jetzt haben sie wirklich nur 2-3 Leute hier wirklich verirrt in Tangermünde. Ja. Ganz schrecklich. Ja. Und ihr habt auf der anderen Seite, wie gesagt, da ist der Massenandrang mit 1000 Leuten, ja, mindestens. Ja. Von daher, ja, liebe Leute, und da melde ich mich heute von hier, live aus Stangermünde, vom Fest der Demokratie der Demokraten. So würde ich das mal sagen, liebe Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Städtchen ist ja ein Träumchen, ne? Ist ja herrlich. So, wir haben auch einige Leute schon gesehen, die hier heute gekommen sind. Also Uli ist definitiv da, Ulrich Siegmund. Dann haben wir gerade gesehen Oliver Kirchner, der turnt hier auch irgendwo rum. Muss mal schauen, wen ich hier gleich mal noch so vor die Kamera kriege, Leute. Wir gucken mal. So, und erstmal gehen Grüße raus an alle, logischerweise, die jetzt gerade live dabei sind. Lieben Gruß auch an die Modis, die dabei sind. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen Zeit habt. Ich mache nicht so lang, halbe Stunde. Euch mal so einen kleinen Eindruck hier vermitteln, wie die Umfrageergebnisse in Deutschland aussehen. Ja, wir haben ja heute wieder die neuesten Zahlen gesehen. Die AfD fällt und fällt. Sie kriegt immer weniger Zuspruch. Ihr seht das, ja. Der Zuspruch der AfD fällt ins Bodenlose vor den Europawahlen. Ja. Könnt ihr eindeutig sehen. Und jetzt gucken wir uns auch noch mal schnell den Zuspruch bei den alten Demokraten an. Ja? Das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch mal eben an. Ich will euch das ja nicht verheimlichen. Ja, das geht wirklich bis hierhin. Ja? Also, wir können noch mal gerne drehen. So, und jetzt gehen wir mal schnell über die Straße.
bevor mich hier noch irgendeiner mitnimmt. Und da drüben, ja, da ist also der Massenandrang. Ich blende euch das mal ein bisschen näher. So, genau, ja. Da seht ihr also die Großveranstaltung der Demokraten, also der Altdemokraten. Ja? Und hier sind wir wieder bei den Neos, Neodemokraten. Ja. Die Sonne scheint für blau. Ja, ich musste heute Morgen schon so lachen, als ich die neueste EU-Umfrage gesehen habe. Die AfD fällt jetzt auf 18%. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir das hier anschaue, in diesem Städtchen Tangermünde, hier in Sachsen-Anhalt, ja, dann kann ich hier irgendwie nicht erkennen, wie die AfD jede Woche Prozent für Prozent fällt, sondern man hat eher das Gefühl, dass die Leute den Kanal voll haben und ja, wahrscheinlich Umfrageinstituten keine Antworten mehr geben und dann lieber hier rauskommen und bei den Demokraten einen schönen Kaffee trinken und die unterstützen. Also das ist schon Brett heute Morgen hier. Oder heute Nachmittag hier in Tangermünde. Gute Beiträge. Danke. So, jetzt habe ich gerade tatsächlich den Olli gesehen. Da gehen wir mal eben hin. Oliver Kubitschner noch heute Abend auch hier. Ich schätze mal, er wird eine Rede halten. Mal schauen, ob er gleich im Moment Zeit hat. Uli ist auch noch im Gespräch. Na, wir gehen mal besser zum ersten Mal zum Organisator. Das wäre ja unhöflich. So, gehen wir mal dahin. Wenn der junge Mann gerade mal Zeit hat, ihr kennt ihr diesen jungen Mann, hallo. Wir machen jetzt gleich die Eröffnung, geht gleich los. Ich finde das so klasse, dass Carsten hier rausgekommen ist in die tiefste Peripherie und sich mal anguckt, wie hier was möglich ist. Also ich bin so stolz auf die Menschen hier vor Ort, das ist der Hammer. Wir lassen uns sowas hier nicht gefallen und danke Carsten, dass du den Menschen da draußen auch einen Eindruck davon mitgibst. Mein Lieber, du hast mit Sicherheit nicht mit so einem Zuspruch gerechnet, oder? Ich hab's gehofft, sagen wir mal so. Gerechnet, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Also ich bin selbst positiv überrascht. Hammer, es ist einfach nur toll und es ist eine ganz, ganz tolle Motivation, weil die einfach viel, viel mehr sind, als wir denken. Also weiter so, der Weg ist der richtige in Deutschland. Also dann würde ich doch mal sagen, können wir die Kommunalwahlen doch hier am 9.6. mal richtig gut angehen, oder? Naja, ich sag mal so, viele unterschätzen das, aber kommunal wird halt wahnsinnig viel entschieden, was uns alle angeht. Und deswegen, wir geben hier Gas, weil wir ja der Meinung sind, auch da müssen wir anpacken. Und man sieht ja, wir sind ganz viele tolle Leute, die hier mitmachen. Richtige Demokraten und ich bin froh, dass du zum ersten großen Geheimtreffen der wirklichen Demokraten dabei bist. Und wir sind hier nicht mal in Potsdam, alter Schwede. Okay, Uli, ich danke dir, bis später. Mach's gut, Carsten. So, haben wir das schon mal. Ja, ich hoffe, ist alles rübergekommen und ihr habt's gut mitgekriegt. Ja, ihr seht wirklich, guckt euch das an hier. Ja. Das ist schon geil. Ja. Das ist wirklich geil. Wenn man sich das hier anschaut und dann auf die andere Seite rüber geht, das ist schon recht sparsam, muss man wirklich sagen. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen raus, weil sonst ballert die Musik wieder so rein. Hallo Carsten. Hallo zusammen, wo ist dich, mein Lieber? Alles gut? Danke, Arne. So, gehen wir mal. So. Okay, da drüben wird jetzt Depeche Mode gespielt. Vielleicht kommen da jetzt ein paar mehr. Ich weiß es nicht, Leute. Ja. Also bis jetzt ist es wirklich ziemlich dürftig, was da hinten läuft. Aber das Traurige, das ist eigentlich das Traurige. Die Tatsache einfach, dass man sagt, wir machen eine feste Demokratie und dann lebt man eine demokratisch wählbare Partei legitim aus. Warum tut man das hier? Wahrscheinlich in Tangermünde. Ganz einfach, weil man hier ja in Sachsen-Anhalt die AfD gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Ja? Wir wissen aber alle, was wir von dieser Einstufung des Regierungsschutzes, denn das ist der Verfassungsschutz, ein weisungsgebundener Regierungsschutz, wir wissen, was wir davon zu halten haben. Und das muss jedem Bürger auch nochmal klar werden.
das deutsche Innenministerium, dem untersteht der Bundesverfassungsschutz. Herr Haldenwang ist Beamter im Grunde genommen und bekommt seine Aufträge im Grunde genommen vom Innenministerium. Und wer leitet das Innenministerium? Die zauberhafteste, hochwohlgelobteste, wunderbarste, traumhafteste Frau in Deutschland, neben Annalena Baerbock, nämlich Nancy Faeser, logischerweise. Und deswegen wird dann hier auch sowas gesichert rechtsextrem eingestuft. Und das passiert logischerweise überall da, und da werden noch mehr kommen, da könnt ihr davon ausgehen, wenn die Ergebnisse in Richtung der 30% gehen. Man möchte ja schließlich dem Wähler da draußen eine Partei als unwählbar darstellen. Und das ist einfach das Traurige, das Antidemokratische in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Auch wenn wir, und das konnten wir wieder schön sehen, bei der Debatte mit Björn Höcke und Marco Vogt, auch da gab es keine inhaltliche Debatte. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt. Es war eine Provokationsdebatte. Ja, man hat provoziert, man hat immer wieder versucht, auf Zitate etc. zu gehen, aber nicht auf das, was man eigentlich angekündigt hatte, nämlich eine sachliche politische Debatte zu führen. Eine Diskussion um, wer hat die beste Lösungen. Ja, das wurde halt im Grunde genommen, das war so unter ferner Liefen. Ja, man hat mal ein bisschen über was geschwafelt, aber dann, was waren die Hauptfelder? Naja, ein Losungsspruch, den Herr Höcke nicht wusste, laut seiner Aussage, den er gesagt haben soll. Eine Frau Özogos, ja, was hatte das damit mit politischer, sachlicher Debatte zu tun? Gar nichts. Ja? Und das ist Deutschland 2024, das ist Wahlkampf 2024. Auch heute Morgen, ich möchte das extra nochmal hier im Live erwähnen, der Sprecher des tschechisch-slowakischen Geheimdienstes hat gestern bestätigt in einem Interview, dass der Name Peter Bistron AfD nicht gefallen ist. Seit gestern ist klar, dass Peter Bistron unschuldig, verunglimpft, diskriminiert und diskreditiert wird. Dass diese Kampagne mit dem Internetportal, die da angeblich jetzt dazu geführt, dass Russland, dass die AfD ja der neue verlängerte Arm Russlands wäre, das ist erstunken und erlogen, denn, und jetzt haltet euch fest, ihr könnt das auch in dem neuesten Fokus-Artikel heute lesen, liebe Leute, alles im Konjunktiv. Ja? Jemand soll gesagt haben, dass Bistron. Nicht jemand hat gesagt. Ja? Und auch die Audioaufnahmen, die immer wieder genannt werden, die werden nicht auf den Tisch gelegt. Ja? Das ist meine Frage, ganz einfach. Wenn es doch darum geht, jetzt hier einen deutschen Politiker schön zu kreuzigen, wie es sich so schön gehört in dieser Demokratie, ja, dann legt doch den Beweis auf den Tisch. Aber das tun sie ja nicht. Und da kam jetzt auch noch raus, weil es diesen Beweis so gar nicht gibt. Der Sprecher des tschechoslowakischen Geheimdienstes hat im Interview bestätigt, ich habe das gestern, ich habe das heute Morgen im Video schon gesagt und auch auf Telegram auf meinem Kanal verlinkt, den Originalartikel. Er hat ganz klar gesagt, dass außer den Namen, die auf der Sanktionsliste sind, und das sind ja Russen, niemand drauf ist. Und Peter Bistron auch nicht. Mit anderen Worten, was hier stattfindet, ist von diesen super Spezialdemokraten da hinten eine Kampagne, um die Opposition klein zu halten, damit sie ja nicht noch mehr Macht, Posten und Funktionen verlieren. Das ist die ganze Show, die wir erleben. So, jetzt gehen wir mal rein in das Demokratiefest. Gut drauf sind und das soll auch so bleiben. Ich möchte, ich habe jetzt eine ganz besondere Ehre. Und zwar möchte ich meinen Landtagskollegen und Co-Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt herzlich begrüßen und er möchte herzlichst gern ein paar Worte an euch richten. Ulrich Siegmund! Wahnsinn, Pfarrerbünde! Herzlich willkommen! Das ist der Hammer! Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum ersten geheimen Treffen der wirklichen Demokraten in diesem Land! Und
Und liebe Freunde, keiner von uns, von denjenigen, der das heute mitorganisiert hatte, wusste, was uns heute erwartet. Niemand wusste es. Und es hat funktioniert, weil wir sind nicht allein in diesem Land. Es gibt noch genug Menschen, die klaren Verstandes sind. Die wissen, was hier los ist. Und die stehen hier heute gerade vor mir. Klasse, dass ihr mit dabei seid. Liebe Freunde, wir wollen heute keine ewig langen Reden machen, aber ich möchte ein, zwei Worte verlieren, weil sie ganz wichtig sind, weil sie das zeigen, was hier heute passiert ist. Warum ist das hier heute zustande gekommen? Wir hatten in Travemünde eine einzigartige Situation vor kurzem, nämlich bundesweit stand hier zum ersten Mal die CDU Seite an Seite mit der Antifa auf dem Marktplatz. Eine Situation, die es so bundesweit vorher noch nicht gab. Und jetzt gab es den zweiten Schritt, der steht jetzt da drüben, dass ein sogenanntes Demokratiefest organisiert werden sollte. Upala. Und da haben wir doch ganz klar gesagt, natürlich machen wir da mit. Das ist genau unser Thema. Wir sind die demokratischste Partei überhaupt, weil wir Volksentscheide wollen. Nämlich auf Bundesebene. Und das ist Demokratie. Und was hat man gemacht? Man hat gesagt, natürlich alle, aber ihr nicht. Ihr nicht. Wir hatten in dieser Stadt über 30% bei der letzten Kommunalwahl. Bei der letzten Landtagswahl. Diese Stadt steht politisch hinter uns. Und einen Drittel auszuschließen ist alles, aber nicht demokratisch, liebe Freunde. Und dagegen setzen wir uns heute heuer. Und ich möchte aber nicht vergessen, dass all das hier heute nur möglich war, weil wir ganz tolle Leute schon jetzt im Travemünder Stadtrat waren. Deswegen mein Dank an alle, auch an Frank gerade, an Hacki, an Andreas und wo ist der vierte? Ossi, die einen hervorragenden Job im Stadtrat machen und die Hand ausgestreckt haben, die der Meinung waren, wir machen mit, wir unterstützen das und die dann ganz bewusst ausgeladen wurden. Das lassen wir uns nicht gefallen, liebe Freunde. Und ich möchte noch mit einem kurzen Satz schließen, weil er meine politische Motivation Tag für Tag erklärt. Schaut euch um. Diese Stadt ist meine politische Motivation, weil sie für all das steht, was es in diesem Land zu erhalten gibt. Sie steht für Werte, für Tugenden. Sie steht für einen Ort, wo man seine Kinder bis abends um 10 immer noch alleine spielen lassen kann, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwo zugestoßen werden, wie in einigen anderen deutschen Städten. Sie steht für eine Stadt, wo man eigentlich zusammenhält, wo man zusammensteht gegen die Herausfordernisse dieser Zeit. Und das lassen wir nicht mit uns machen, dass es eine Zeit gibt, wo es Menschen gibt, die das nicht mehr wollen, die spalten wollen, die Einzelne ausschließen wollen. Das lassen wir nicht mit uns machen. Bei uns ist jeder willkommen, egal welche politische Einstellung er hat. Wir geben jeden dann alles aus. Kuchen, was weiß ich, egal ob er grün, links oder was weiß ich ist. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist das Beste für unsere Region, für unsere Heimat zu erreichen. Und das unterscheidet uns von den Damen und Herren. Und deswegen möchte ich mit einem Satz abschließen, der eigentlich alles sagt. Ich danke euch allen, dass ihr nicht darauf reingefallen seid, dass ihr das nicht mit euch machen lässt und dass ihr mit uns gemeinsam heute ein ganz, ganz starkes Zeichen für die wirkliche Demokratie in diesem Land aussendet. Wir sind nicht verloren gegangen. Und bevor ich abschließe, noch eine ganz kurze persönliche Bemerkung. Ganz viele haben mich gefragt, wie ich das aushalte. Wie hältst du das aus? Und das, genau diese Momente sind es, warum ich es aushalte. Weil ich weiß, dass ich nicht alleine dastehe. Weil ich weiß, dass ich es für etwas mache, wo es sich lohnt zu kämpfen. Ich schaue nämlich Gesichter, die voller Motivation sind, voller Aufbruch sind, weil sie sich eben nicht spalten lassen. Und deswegen möchte ich heute meine kurzen Worte mit einem Dank an euch abschließen, dass ihr mich immer auf diesem Weg so motiviert, dass ihr mich unterstützt. Also tragt diese Botschaft in die Welt hinaus. Wir sind nicht alleine, wir stehen geschlossen genau gegen diese Demokratiespalter. Danke, liebe Freunde. Und wie geschlossen wir dastehen, zeigen wir auch mit etwas Einzigartigem. Wir sind die einzige Fraktion, die im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Doppelspitze hat. Weil wir zusammenhalten, weil wir nur gemeinsam erfolgreich sind. Und ich freue mich wahnsinnig, dass mein Kollege und geschätzter Partner Oliver Kirchner heute auch mit dabei ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Olli auch noch ein paar Worte an ihn richtet. Das ist Quelle unseres Erfolges. Danke, liebe Freunde. Liebe Freunde, Hass macht hässlich und hier stehen die Hübschen. Das kann ich doch nur sagen. Wenn das da drüben die sogenannte Zivilgesellschaft ist, die ich immer an einem festmache, es ist nicht die bürgerliche Mitte, es ist nicht die Zivilgesellschaft dieses Landes. Es sind linke Vereine und Verbände, es sind Gewerkschaften,
es sind Staatskirchen, die gegen uns alle ins Feld ziehen, weil wir Demokraten sind. Wir lassen uns von niemandem einschüchtern und werden immer weiter unseren Kampf gegen Filz, Mauschelei und gegen diese Altparteien führen, bis wir in der Regierung sitzen, liebe Freunde. Wir sind Demokraten und unsere Partei ist die einzige Friedenspartei, die es in diesem Land noch gibt. Und das müssen wir uns auch erhalten. Wir wollen keine Kriege in Europa. Wir wollen Frieden. Und eine Kirche, die da drüben aufruft, gegen Demokraten ins Feld zu ziehen und sie ausgrenzt, ist für mich keine vernünftige Kirche. Diese Kirche muss damit aufräumen, mit den Sachen, die sie selbst zu verantworten hat. Sie hat viele Kinderseelen geschunden. Vielleicht beschäftigen sich die Pfarrer erstmal und die Pfaffen damit und kehren vor ihrer eigenen Tür, anstatt die anderen Leute in den Schmutz zu ziehen und als Demokraten auszugrenzen. Nie wieder ist jetzt, liebe Freunde! Und eins steht auch fest. Wenn wir so geschlossen bleiben und uns nicht persönlich angreifen lassen von irgendwelchen Altparteienpolitikern und Leuten, die denken, sie sind Demokraten, dann werden die Ergebnisse weiter nach oben gehen. Nicht nur im Osten, auch im Westen. Und wir werden davor stehen, in den nächsten 3 Landtagswahlen hier zu siegen. Und dann werden wir mal gucken, ob ein Ministerpräsident Björn Höcke gewählt wird oder ob es wieder einen Anruf von irgendwo gibt, der eine Wahl rückgängig macht. Auch das sind Formen einer Demokratie, die niemand in diesem Land mehr möchte. Ich möchte nicht, dass eine Kanzlerin der Schande anruft und eine Wahl in Thüringen rückgängig macht. Der einzige Ministerpräsident, den es in Thüringen geben kann, ist Björn Höcke. Und es wird Ober in Sachsen, liebe Freunde. In diesem Sinne möchte ich hier nicht noch 50 Minuten politisch sprechen, sondern uns miteinander feiern lassen. Weil ich glaube, das ist ein Riesenerfolg, dass die bürgerliche Mitte aus Tangermünde heute hier steht und nicht auf der anderen Seite. Dafür möchte ich jedem, der hier steht, Danke sagen und mit den Worten enden: Gott schütze dieses Land, Gott schütze unsere Heimat, Gott schütze Tangermünde. Vielen Dank für euer Erscheinen. Ja, ich möchte meinen beiden Vorrednern herzlich danken für diese doch treffenden Worte und habe eigentlich nur noch einen. Ich möchte euch alle bitten, nehmt euer Stimmrecht. Der Pop-up-Schutz ist mir runtergefallen. Scheiße. Macht die Stelle an das richtige Kästchen. Und ich verspreche euch, es wird sich einiges und es wird sich viel, aber eine ganze Menge zum Besseren ändern. Dankeschön. Habt noch viel Spaß. Ja, ihr habt's gehört. Kurze, knackige Reden. Und jetzt wird hier. Und jetzt wird hier ein bisschen getrunken, gegessen, gefeiert. Und ich werde jetzt mal ein bisschen an meinem Pop-up-Schutz frickeln, weil der ist mir gerade von meinem Mikro abgegangen. Kannst du das Ding mal ganz kurz so halten? Ja. Weil der nicht mehr abgefahren ist. Die werden dünner. So, jetzt passt wieder alles hier. Ja, ihr habt die Rede von Uli gehört. Ihr habt die Rede von Olli gehört. Ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir schauen jetzt nochmal rüber auf die andere Seite zu den super Spezialdemokraten da hinten. Da gehen wir jetzt nochmal gucken, wie denn der Massenandrang da hinten ist, über den der MDR morgen berichtet. Mal schauen. Da ist also der Massenandrang der super Spezialdemokraten da hinten, ihr seht das, ja. Also wenn der MDR morgen wieder berichtet, das waren mindestens 500 bis 1000 Mann da hinten. Wenn ihr dann mal rüberschaut auf diese Minderheit hier in Deutschland, ja, ihr seht die 2-3 Leute für die Volksstimme und für den MDR, ja, ihr Lieben. Also, wir brauchen nicht darüber diskutieren,
wie die Stimmung hier in Tangermünde ist. Und egal, welche Umfrage hier in Sachsen-Anhalt kommt, liebe Leute, ich messe der keine großen Beachtung zu. Und ehrlich gesagt freue ich mich auf den 9.6., den Kommunalwahlkampf hier und Kommunalwahltag in Sachsen-Anhalt. Da wird es mit Sicherheit das eine oder andere erfrischende Ergebnis geben und wünsche euch jetzt hier aus Tangermünde, aus diesem wunderschönen Städtchen, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Samstag. Genießt es bei dem tollen Wetter. Ich werde mich jetzt mal in die Menge schmeißen und mal gucken, ob ich doch noch ein Zipfel Bratwurst abkriege. In dem Sinne, euch allen da draußen einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss hier aus Tangermünde. Was erzählt der hier?